Um die strategischen Optionen auf der Geschäftsfeldebene zu bestimmen, gibt es im Prinzip drei Grundfragen. Nämlich die eine ist, wo soll konkurriert werden, der sogenannte Ort des Wettbewerbs, nach welchen Regeln, das zweite soll konkurriert werden und das dritte mit welcher Stoßrichtung, also wo liegt der Schwerpunkt des Wettbewerbs. Diese drei werden im Folgenden nur noch näher behandelt. Das erste ist der Ort des Wettbewerbs. Damit ist im Kern gemeint, ob auf dem Kernmarkt oder in der Nische agiert werden soll. Kernmarkt ist also der wichtigste, der Hauptmarkt, während die Nische ist nur ein kleiner Teilmarkt. Wenn man beispielsweise die Flugverkehrsbranche nimmt, dann wäre der Kernmarkt, die Strecken zum Beispiel in ganz Deutschland, vor allem die Hauptstrecken zu bedienen. Eine Nische wäre, wenn ich eine Regionalgesellschaft habe, die beispielsweise nur von Nürnberg nach Sylt fliegt, oder auch außergewöhnliche Dinge wie das Reiseziel, dass man einen Flug ins All anbietet und nicht auf der Erde. Nischenstrategien haben Vor- und Nachteile. Vorteile sind, dass häufig nicht sehr viele Wettbewerber in dem Bereich sich tummeln. Der Nachteil ist aber, wenn der Nischenmarkt zu klein ist, um eine Chance zu haben, auch tatsächlich rentabel zu sein. Also erste Entscheidung, Ort des Wettbewerbs, Kernmarkt oder Nische. Die zweite Entscheidung ist, nach welchen Regeln des Wettbewerbs man agieren, konkurrieren möchte. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten, sogenannte Rule-Taker-Position, eine optimale Platzierung. Das heißt, man nimmt die gegebene Geschäftsfeldstruktur, gegebenen Geschäftsressourcen des Marktes und versucht dort nun die rentabelste Position zu finden. Dagegen versucht man beim Rule Breaker etwas zu verändern. Das heißt, die Geschäftsfeldstruktur wird nicht als gegeben angesehen, sondern man versucht diese zu überwinden durch Kooperation oder vor allem eben auch durch Neudefinition der Marktregeln, sogenannte Marktinnovationsstrategien. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel IKEA bei Möbeln. Als IKEA auf den Markt kam, waren sie die ersten, die alle Möbel in SB angeboten haben zur sofortigen Mitnahme. Oder Amazon damals bei Büchern waren die ersten, die ein riesiges Sortiment an Büchern online und damit in der Zustellung angeboten haben. Dasselbe gilt auch bei Zalando bei Schuhen oder auch My Müsli, die sich das E-Commerce zunutze gemacht haben, dass ich mir dann mein individuelles Müsli übers Internet selber quasi mixen, zusammenstellen kann und dies dann in dieser Mischung, wie ich es haben möchte, zuschicken. Auch MyTaxi ist ein typischer Rule Breaker. Warum? Weil durch MyTaxi ordere ich über eine App ein Taxi und trete in direkten Kontakt mit dem Taxifahrer und nicht über eine Taxizentrale. Damit werden die Taxizentralen auch bei MyTaxi ausgeschaltet. MyTaxi macht sich außerdem dann die App auch noch zunutze, dass ich beispielsweise genau sehen kann, wie weit das Taxi noch von mir entfernt ist. Ich kann über Google Maps verfolgen, wie das Taxi sich langsam zu mir nähert. Ich weiß bereits den Fahrer des Taxifahrers und so weiter und so fort. Also noch einige mehr Features, mit der MyTaxi das Business massiv verändert hat und deshalb als ein Rule Breaker gilt. Die dritte Grundfrage ist, die Schwerpunkt des Wettbewerbes, mache ich es primär auf Basis von günstigen Kosten oder eher durch Leistungsdifferenzierung, also eine Kostenschwerpunktstrategie oder eine Differenzierungsstrategie. Bei der Kostenschwerpunktstrategie muss ich mir natürlich einen relativen Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb verschaffen, beispielsweise durch kostengünstige Produktion, durch eine kostengünstige Distribution, während ich bei der Differenzierungsstrategie einen relativen Nutzenvorteil aus Kundensicht versuche zu erlangen. Und diese Logik der Kosten- und Leistungsdifferenzierung wird auf dem nächsten Bild auch nochmal aufgezeigt durch Porters Ansatz. Denn Porter spricht vom sogenannten Stuck-in-the-Middle-Position. Ich sitze zwischen den Stühlen. Wenn ich mich weder für eine Differenzierung noch für eine Kostenführerschaft entscheide, ich muss in den Extremen denken und handeln als Unternehmen, versuche ich beides zu erreichen, sitze ich zwischen den Stühlen und erlange dann letztendlich nur zwar vielleicht einen relativ signifikanten Marktanteil, aber keine besonders rentable Position. Wenn man diese drei Dimensionen dann zusammenfasst, entsteht der sogenannte strategische Würfel. Alle drei Dimensionen sind in ihren jeweils beiden Ausprägungen dann auch kombinierbar, also Ort des Wettbewerbs, Regeln des Wettbewerbs und Schwerpunkt des Wettbewerbs. Und der Würfel, der hier zum Beispiel rausgenommen wurde, ist, dass hier eine